Frau Präsidentin, meine Damen, meine Herren. Herr Isenberg, ich glaube, ich habe das nicht richtig verstanden, gerade Sanktionen für die Krankenhäuser. Ich glaube, wir müssen darüber diskutieren, wie wir eine adäquate Finanzierung herstellen, damit die eben nicht gezwungen sind, die Gelder, die sie eigentlich für Personal ausgeben wollten und müssten, für die Investitionen auszugeben, die wir ihnen als Politik nicht geben. Das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Sie setzen mit diesem Gesetz zur Umstellung der Krankenhausfinanzierung auf Investitionspauschalen Pläne um, die Sie bereits ausgearbeitet in den Schubladen der Senatsverwaltung vorgefunden haben. Und die SPD hatte damals Vorbehalte gegen diese Umstellung. Allerdings, da haben Sie recht, liegen geblieben waren. Sie haben das ja auch im Ausschuss bestätigt, dass Sie diesen Entwurf weitgehend übernommen haben. Nur findet sich darin eine nicht unwesentliche Änderung, während der alte Entwurf im § 10 Absatz 1 vorsah, dass bei der Bemessung der Pauschalen für eine Übergangszeit von 3 Jahren die Förderung in der Vergangenheit angemessen zu berücksichtigen sei, ist in Ihrem Gesetz davon jetzt nicht mehr die Rede. Warum macht da eine solche Übergangszeit Sinn? Weil durch die unterschiedliche Förderung in der Vergangenheit und dem aktuellen Investitionsbedarf kein homogener Bauzustand zum Einführungszeitraum besteht. Nicht alle Häuser haben in der Vergangenheit Einzelfördermittel erhalten. Sie weisen somit einen unterschiedlichen Förderstatus auf. Und natürlich ist eine solche Fördermittelgerechtigkeit nur mehr begrenzt erreichbar. Das ist uns klar, aber wenigstens der Versuch eines Angleichs wäre notwendige Voraussetzung für gleiche, wie Sie das immer nennen, Wettbewerbsbedingungen, zumal die künftige Berechnung der Pauschalen ja leistungsorientiert erfolgen soll, was wieder die Häuser benachteiligt, die eben in der Vergangenheit nicht adäquat investieren konnten. Sie behaupten, zwischenzeitlich seien die aufgelaufenen Förderunterschiede weitgehend ausgeglichen. Nirgendwo in Ihren Darstellungen zu den laufenden Krankenhausinvestitionen tauchen aber entsprechende Summen auf. Wo bitteschön soll denn da die Marge sein, mit der Sie den Förderausgleich vorgenommen haben wollen? Wäre dazu interessant zu wissen, ob Sie die Kennzahlen dieser unterschiedlichen Förderhistorie bisher überhaupt einmal ermittelt haben. In der Begründung Ihres Gesetzes heißt es, der Senat hat in den Richtlinien der Regierungspolitik festgelegt, nach Wegen zu suchen, den Krankenhausbereich, Herr Isenberg, besser auszustatten. Die Umstellung der Förderung auf Pauschalen allein bedeutet aber noch keine bessere Ausstattung des Krankenhausbereiches. Davon sind Sie weiterhin meilenweit entfernt. Sie verwalten hier den Mangel trotz Ihres Sagen Sie es nochmal, Herr Schneider. Na, ich habe gerade in den Haushalt geguckt und zu den Auswüchsen komme ich gleich noch. Da werden Sie aber solche Augen kriegen. Davon sind Sie weiterhin meilenweit entfernt. Sie verwalten ja weiterhin den Mangel, trotz Ihres Wahlversprechens der CDU. Wir hatten das ja vorhin. Sie allein hätten ein ausfinanziertes Konzept für unsere Krankenhäuser. Die SPD hat das nicht behauptet, weil sie genau weiß, dass das Problem viel, viel tiefer geht. An dieser Stelle muss auch noch mal mit der Vorstellung aufgeräumt werden, hier entscheidet das Land quasi, Herr Schneider, für Sie freiwillig über Subventionen für Krankenhäuser, wie es etwa im § 8 Absatz 1 Satz 1 wieder suggeriert wird. Das Prinzip der dualen Finanzierung ist Bundesrecht. Daraus leitet sich eine Pflicht zur Krankenhausförderung ab. Fördermittel haben keinen Zuwendungscharakter im haushaltsrechtlichen Sinne. Es gibt hier kein Ermessen des Zuwendungsgebers dem Grunde und der Höhe nach. Insofern erscheint mir auch Ihr Verweis im Vorblatt des Gesetzes unter C problematisch, wenn Sie die Häuser auffordern, notwendige Investitionen durch Eigenmittel zu ergänzen, weil diese Eigenmittel eben in der Regel aus Kassenentgelten genommen werden müssen und damit die unsägliche Quersubventionierung, Herr Isenberg, von der Sie gerade gesprochen haben, aus den Krankenkassenbeiträgen eben fortgesetzt wird, mit all den unsäglichen Folgen bei Personaleinsparung und Arbeitsverdichtung. Berliner Krankenhausgesellschaft fordert in dem Zusammenhang zu Recht deutliche Anhebung der Investitionssummen, damit ein wesentlicher Teil der sozialen Infrastruktur dieser Stadt nicht weiter auf Verschleiß gefahren wird. Konkret liegen Ihnen Anmeldungen zu Einzelfördermaßnahmen von 640 Millionen Euro vor. Für den Zeitraum 2013-15 haben Sie in Ihrer Finanzplanung gerade mal 50 Millionen Euro dafür vorgesehen. Das bleibt zu wenig, ob nur als Pauschale oder Einzelförderung ausgereicht. Sie gehen Land auf und Land ab mit dem Mehrhausieren erstmals seit 10 Jahren oder mehr, bekämen die Krankenhäuser nun wieder mehr Geld. In der roten Nummer 0061a geben Sie auf Seite 3, das ist der Fördersumme für 2011 mit 94,5
1,616 Millionen Euro an. Die Summe für 2015 mit 79,574 Millionen Euro. 2011 war rot-rot, 2015 ist rot-schwarz. Man muss schon diesem Senat angehören, um aus der Differenz von minus 15,04 Millionen Euro einen Anstieg errechnen zu können. Die Beherrschung der Grundrechenarten scheint kein Kriterium für die Mitgliedschaft in diesem Senat zu sein. Und dabei dürften die meisten Senatsmitglieder nicht unter Rot-Rot in die Schule gegangen sein. Vielen Dank.